Hallo Freunde der guten und gepflegten Unterhaltung. So, wir spielen mal wieder einen Netztest eines älteren Spiels, das ihr wahrscheinlich noch nicht kennt oder die wenigsten sollten das kennen. Wie ihr auch schon schön am Titel sehen könnt, es ist Rosa Rabbit in Trouble plus Easter Bonus da. Ich glaube, ich war das sogar. Oder ist das Spiel denn so alt? 2004, okay, ja. Ich glaube, ich hab das wohl. Mein Vater gesagt, komm, ich will das kaufen. Ich will das kaufen. Und dann hat es mir wohl gekauft. So genau weiß ich es auch nicht mehr. Aber es ist so ein Überlebensmodus. Und zuerst mal Bestenliste. Hier. Ja, schön, oder? Hm, schön. Einstellungen können wir nur. Musik, Effekte, Steuerung, bla bla bla. Credits, wer es gemacht hat. Peter Ohlmann. Adam Sprays, Philipp aus dem 7. Okay. Musik ist wahrscheinlich geschützt oder so, aber wir können es ja irgendwie noch schaffen. Na gut. Man kann diese Steuerung hier mit der Tastatur vollbringen oder mit der Maus oder mit einem Joystick bzw. Gamepad. Und ich spiele das mit der Hand, logischerweise. Mit der Hand. Logisch. Alle spielen mit der Hand. Aber mit der Maus spiele ich das Ding. Und wir haben hier mal eine Liste von allen Sachen, die wir hier jetzt seht. Es gibt hier nicht 3, 4, 5, 6 und 7 Länder. Also gefüllt sozusagen, sondern jeder Ding besteht noch aus Unterländer. Und wenn wir hier reingehen, sieht das so aus. Naja. Okay. Linke Maustaste ist hüpfen, rechte Maustaste ist laufen und bewegen bzw. umschauen können wir uns mit der Maus einfach ganz normal. Das geht hier auf Zeit, wenn ihr oben schon seht, dann können wir hier irgendwie auf Zeit die Scheiße machen. Und ja, so, der erste Hüpf ist gut. Man kann hier auch doppelspringen, also später wird es dann wirklich ein bisschen schwieriger. Ich glaube, ich mache das wieder eine Stunde oder eine halbe Stunde, je nach Zeit, denn es ist schon wieder... halb eins am Morgen. Und wir haben hier nicht nur Karotten und Mohrrüben, nee, Mohrrüben sind Karotten, Radieschen, sondern auch die Salate. Und jede der Sachen hier zählen natürlich als Punkte. Natürlich auch die Zeit zählt als Punkte, das ist natürlich nicht zu beachten. Und ich habe das Spiel hier früher wirklich mal gesuchtet, also ich kenne nicht mehr alles wirklich auswendig. Die ersten sollte ich noch kennen. Da bin ich mir aber nicht mehr sicher, da ich sehr viel wieder mal verpeilt habe. Und ja, so bin ich nun mal. Aber wie ihr seht, wir haben hier ja alles ein bisschen im Griff. Hier ist nichts mehr drunter. Gut, es ist auch... Ah doch, hier ist ja eine. Schau mal an. Den hätte ich jetzt nicht gesehen. Oder mich in meinem Kopf gehabt, dass hier einer ist. Aber vielfach weiß ich es noch. Also, dass zum Beispiel hier unten noch etwas ist, das ist mir noch ein bisschen klar, aber... Ansonsten bräuchte ich ein bisschen länger zum Peilen, dass da irgendwas ist in der Art. So, und hier kriegen wir nochmals zwei... Salate, Kohlköpfe sind... Nee, Salate sind keine Kohlköpfe, oder wie ist das? Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht der Biologe, aber Biologie ist auch nicht mein Hauptfach in dem Sinne. Ist ja gar kein Fach von mir, also wir können es lassen. So, und wir haben vermutlich, ja, wir haben alle gesammelt, denn, ah, oh, scheiße, die Musik ist verdammt nochmal laut. So, 500, Mann, ich muss es hier unterbrechen. Ja, das ist ins Laut hier. Wieso ist das so scheiße laut? Und ihr seht, wir haben hier 50 von 50, 30 von 30 und 10 von 10. Karotten, Rüben, ah, nicht Mohl. Okay, Rüben, das sind wahrscheinlich Zuckerrüben oder so. Und 10 Salate. Für die mehr Zeit, ein Zahlen, wie sich das ist, hier mal 2 gerechnet, dann gibt es 2015 und das haben wir hier insgesamt. Das ist ein Gesamtpunkt davon an Levels. Und jetzt haben wir hier schon 8 Leben. Hier links oben, beziehungsweise, ja, links oben. Es geht ja nichts anders hier in Game. Ist hier einer drinne? Ich glaube eben im... Ah doch, hier blinkt was. So, haben wir den auch. Weil ich weiß, dass hier zwei in diesem Level hier, Level 2,
zwei solche Dinger gibt. Hallo? Hallo? An einem Pixel hängst du fest, oder? Ja, Rosso Rebel, du hängst an einem Pixel fest. Und wie ihr schon seht hier, Danger, wir müssen jetzt aufpassen. Gut, das machen wir. Und wie ihr gerade hinten gesehen habt, gibt es hier auch noch was zu sehen. Und nämlich hier, so kann man wieder hoch. Für die, das hier wirklich mal wissen wollen, oder für die, die sich hier für das Spiel mal interessieren, wieder mal ein Retro-Spiel aus der nicht allzu fernen Vergangenheit spielen wollen. Ich weiß nicht, ob man das downloaden kann, denn... Nein, hier gibt es keinen. Denn ich habe das hier noch auf der einer CD, nicht auf einer DVD oder so, sondern auch wirklich auf einer CD. Weil das Spiel ist irgendwie 30 MB oder so. Und für diese Größe so ein Game zu bringen, ist wirklich mal, ja, top die Wette hier. Da haben wir schon was gesehen wieder. Zurück und so, so. Ich hatte es eigentlich gar nicht mehr so im... hier, gut, wir können drauf. Okay, dann müssen wir jetzt ein bisschen raus und so haben wir es auch schon wieder. Und ich vermute mal, hier unten, ja, hier ist noch einer. Das haben wir gerade noch so hinbekommen. Also, die ersten Levels sollte ich eigentlich noch theoretisch noch ein bisschen gut schaffen. Aber ansonsten, lass mir mal ein bisschen Zeit. Also, ich werde jetzt nicht mal hier... Da blinkt doch schon wieder etwas hier im Busche. Ich weiß noch, da ist... War das das hier? Ja, hier war ich immer so drüber gegangen. Das weiß ich ja noch. Ich bin ja... Also gut, hier könnte man theoretisch lang. Das wird ein einfacher Weg. Aber da haben wir die Radieschen nicht eingesammelt. Das ist wieder ein anderer Effekt. Brennt hier was im Schilde? Nö. Okay, gut. Checkpoint wieder mal eingesammelt. Sehr schön. Das sehen wir schon. Da können wir irgendwie runter. Aber wir müssen natürlich aufpassen und nicht von diesem verdammten Fliegenpilz hier. Nee, nicht Fliegenpilz, aber von diesem Pilz hier vernascht zu werden. Und wir haben hier solche Plattformen, die uns irgendwo an die Oberfläche wieder bringen werden. So, dass wir... Oh, heilige Kacke nochmal. Dass wir zurück können. Und uns diese Kacke schnappen. Und jetzt haben wir noch weniger als 2 Minuten. Das wäre natürlich horrormäßig jetzt gerade. Okay, nee. Nicht horrormäßig, denn wir haben ja das Ziel schon vor Augen. Aber die Musik ist halt schon zu Ende gegangen. Und wir haben schon wieder alle gesammelt. Und diese Musik ist verdammt nochmal zu laut. Das ist ja ends Horror hier, was wir hier gerade haben. Also, das ist nicht mehr schön, muss ich zugeben. Das gibt mehr Punkte, okay. So, jetzt mal wieder ohne grausamen Ton des Tones. Ich glaube, es gibt wirklich in jedem Level 50 und... Oh, das ist schon eine Neuerung hier, hä? Das sind kleine Igelchen auf. Die müssen wir ganz achtsam sein. Ansonsten, und wir sehen hier auch, die Levels bauen sich nacheinander auf. Ist das so ein fieser? Nee, das ist ein ganz normaler. Denn es gibt auch von diesen kleinen süßen Dingern auch die böse Variante. Also, die haben wir dann nicht so gerne. Die müsst ihr, wenn ihr das Spiel hier spielt, ich weiß nicht, ob das zurzeit eine Freeware ist. Also, ich musste das noch im Laden kaufen. Da gab es keine Sachen wie Steam oder so etwas in dieser Art. Aber man lässt sich ja nicht mehr beirren. So, wir haben hier was. Aber hier hinten ist irgendwas in der... Oh, scheiße. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja, okay, gut, wir sind oben angekommen und wir sollten... Okay, das ging auch so. So, wir haben hier einen Baumstumpf und können so gleich auf den anderen kommen. Das sollte uns die Sache erschweren. Hier haben wir noch einen Salato. Ist hier hinten etwas? Ich vermute, ja. Ansonsten können wir wieder zurückrennen. Ist ja nicht so eine Sache. So. Na gut. Brennen wir wieder zurück. So, Musik ist wieder am Start. Schlüssel. Und wir müssen uns tatsächlich da rüber hüpfen.
Denn wir wollen ja alle Mohrrüben oder Karotten oder wie auch immer das heißt, in welcher Sprachregion ihr gerade so sind. Ah, so haben wir das. Und jetzt kommt die schwierige Situation. Oh. Also irgendwie ist es gar nicht mehr schwierig heute. Müssen jetzt warten. Ach, Menno, ey. Ich glaube, wir haben gar nicht alle Salate. Oder bin ich nur blöde? Habt ihr Salate gesehen? Die glitzern so in der... im Zeugs. Das sollte hier mal eine Schwierigstufe größer sein mit den zwei Igelchen. Aber für uns gekommt der Meister des Handwerks. Ah, hier, der sechste. Schau mal an. Ich weiß wirklich nicht mehr... Also, doch, ich... Muss jetzt wirklich mal blöde sein, aber... Ah, hier unten ist noch einer. Halleluja nochmals. Das habe ich gehasst früher hier, das hier. Das ist nicht so von ohne gewesen, glaube ich zumindest zu wissen. Da bin ich aber nicht mehr so sicher, denn... es geht hier noch weiter, wie ihr gerade seht. Gut. Ah, ich habe schon Zitternden. Okay, Rüben haben wir alle. So, mal safen hier und hier noch den Salat holen. So. Ach, du heilige Kacke nochmals. Das ist wirklich nicht mal schön hier. Und die Musik geht wieder flöten. Wieso? Mann. Ah, okay, gut. Okay, hier da oben. Jetzt haben wir einfach zwei Salate irgendwie nicht bekommen oder haben die einfach vergessen. Das ist natürlich sehr blöde. Aber ansonsten haben wir die Karotten, Rüben, haben wir alle. Können wir es irgendwas schnellern? Oh. Ja, hätten wir so auch hier machen können. Also wir können auch Enter drücken, damit es ein bisschen schneller geht. Und da hinten jetzt einen, den weiß ich noch. Hier bin ich ein bisschen mehr als gescheitert. Denn jetzt haben wir, glaube ich, drei Levels pro... pro Land in dem Sinne. Und ich weiß noch, ach Mensch, irgendwann bin ich mal ausgerastet. Irgendwann an einem Ort. Ich habe keine Ahnung wirklich mehr, wo das war. Aber es war irgendwie nicht in den wilden Landen, sondern ein bisschen später. Also, ach heilige, habe ich einen vergessen. Ich bin natürlich, wenn möglich, hier 100% erreichen in diesem fröhlichen Ostern-Game. Ich weiß, es ist noch nicht Ostern, aber irgendeinmal wird es dann sein und dann passt es dann zu dem Dingens da. Ja. Sammle ich mal alle ein, denn ich will noch zurückgehen und hier noch das hier einsammeln. So. Der Hase streckt immer so die Hände nach schön nach oben und ich weiß noch, das Spiel erinnert mich wirklich immer an fröhliche Spielzeit ohne Schule, ohne nichts. Und wir stürzen in den Tod. Oh, hätte fast. So. Noch einmal nach unten und jetzt wieder nach oben und ihr seht, ja, habt ihr schon längst gesehen, es ist leider ein 4:3 Spiel. Denn es ist aus den Jahren 2004. Gegründet worden ist es von keine Ahnung wer. Ich habe mich nicht so reingefuchst. Ich habe mal gedacht, ach komm, hast du ein Spiel da, dann zockst du das gleich. Irgendwie habe ich mal richtig Bock drauf gehabt. Ich habe keine Ahnung mehr. Hier geht's lang, gut. Hier ist den Scheiß noch versteckt. Genau, das wusste ich nicht mehr, aber... Okay, gut. Oh. Oh, sind denn drei versteckt? Wie fies. Und? Wir reihen uns mal ein, oder? Ist ja ziemlich nett hier. In der Gesellschaft der netten Herren. So, und wieder raus. Einen Suppentopf hier noch mitnehmen und ab die Post. Gibt's hier keine Salate versteckt? Okay, gut. Nope. Und man muss wirklich sagen, ich habe das Spiel hier irgendwie seit 7, 8 Jahren nicht mehr gezockt. Und ja, die Grafik ist immer noch super eigentlich. Finde ich jetzt. Also es muss nicht jedem passen, aber
Jo. Sei es wie es will. Da habe ich nichts vergessen. Gut, wir haben auch schon 9 Salate. Also, so schlimm sind wir nicht dran. Und da oben, nee, da oben ist gar kein Böser. Es kommen später wirklich noch böse Igel, die dann noch rollen und so werden. Also, das dann wirklich nicht mal schön ist. Das, So, werden wir hier ein bisschen ausruhen, bis der nach drüben kommt. Und da, nein, scheiße, das habe ich jetzt nicht mal gewusst. Und man sieht auch im Hintergrund, die Welt baut sich also immer wieder schön auf. Also ist wirklich ressourcenschonend hier. Und hinten baut sich es wieder ab. Ich habe jetzt circa, ja, 500, 600 FPS. So, plus, minus um den Dreh rum. Und das Ding braucht eigentlich gar keine richtige, soll man sagen, Grafikunterstützung oder so. Es reicht, glaube ich, irgendwie eine Grafikkarte mit 460 Kilohertz oder was, Megahertz? Ich glaube, Kilohertz sogar. Bin aber da nicht mehr so sicher. Also, ihr könnt mir da nicht vertrauen. Und, boah, das schaffe ich ja irgendwie schneller als gedacht. Also, ich dachte hier, früher komme ich nie durch. Also, nee, da bin ich ja schon durch, aber es war wirklich ein anstrengendes Zeit und ich bin wahrscheinlich 1000 Mal ausgerastet. So, noch einmal rundherum. Und dann warten, bis der wieder durchkommt. Ansonsten werden wir sterben. So. Ja. Ne, das schaffen wir nicht mal. Leider nicht mal. Wir sind nicht so tollkühne wie der. Der kann durch die Igelstacheln treten und so. Und naja. Okay, wir haben wieder einen Salat verpennt. Das ist natürlich nicht schlimm. So, Level 5. Das heißt, das zweite Level. War es nicht hier? Ne, das war in der Osterwelt. In der Osterwelt, oder? Ich rede schon mit mir selbst. Also, Globo, wir reden ja mit uns selbst. Ein Let's Player redet mit sich selbst. Das finde ich immer irgendwie interessant. So ein Let's Player als Hobby ist ja nicht ohne, oder? Ach du Scheiße. Ich reim mich mal ein. War das nicht was? Oh oh. Tschüss. Igelchen, ich vermisse euch. Oh nein, jetzt habe ich total vergessen. Jetzt muss ich wieder zurückrennen. Oh. So, wie kommen wir da durch? Ich glaube, wir machen es einfach mal so. Es geht schneller, oder? Ja, sicherlich. Freilich, sollte man fast sagen. Haben wir keine einzigen Salate? Bin ich jetzt wirklich blind? Ah! Schau mal einen an. Also, so kriegt ihr, wenn ich nicht rumspiele. Das wusste ich wieder nicht mehr. Da habe ich wieder mal gelernt. Oh, warte mal. Gehen wir noch zurück. So, was haben wir hier unten? Ach, das geht weiter. Stimmt. Sorry. Ich habe gemeint, das ist irgendwie wieder so eine Insel. Von irgendwas in der Art. Ja. Oh, kommen wir da nicht durch? Schade. Okay, gut. Anschauen hier mal die Umgebung. Gut, hier ist nichts. Das kannst du jetzt nicht einem zählen, oder? Nein! Affengrütze! Wir müssen uns entscheiden, ob wir den Salat hier holen oder die 20 Karotten. Ich glaube, die sind gleichwertig, wenn ich mich... Aber ich soll... Oh, schau mal, ein Küken! Das ist auch mal wieder neu in diesem Level. Level 5. Es gibt auch so Küken, die ganz niedlich sind. So. Und hier haben wir wieder einen Checkpoint und ich glaube, dieses Level hier wird uns noch ein bisschen auf Trab halten. Also, da bin ich mir nicht so sicher, aber... Oh, du heilige Scheiße. So, rüber sind wir noch nicht ganz. Und sind die aggressiv hier? Ne, die sind ganz lieb, oder? Ja, und wir haben hier links und rechts Stacheln, das heißt, ein erschwerter Schwierigkeitsgrad. Aber es ist nicht, dass wir hier durchkommen. Wir müssen nach links, oder? Aber wir gehen zuerst mal nach rechts. So, was uns das Entdeckerherz verspricht, natürlich immer in die andere Richtung gehen, wie wir auch sonst gehen würden. Also. So, kommen wir da irgendwie hoch. Gut. Wir sind hier schön versteckt in einem Wildchen. Wallandchen. Haben wir hier einen schwarzen? Nö. Ich warte immer noch auf so einen schwarzen Dingens.
Igel. Igel, auf einen schwarzen Igel. So, jetzt mal das hier nehmen. Dann haben wir hier mal den sicheren Safe. Nein. Behinderter Sachen hier. Nein, müssen wir noch mehr Anlauf haben. Das ist nicht dein Ernst. Ach stimmt, wir müssten darauf. Hm, ich äumel. Und jetzt von da geht's. So war's, genau. Und die Zeit ist wahrscheinlich hier noch nicht so groß berechnet im Sinne. Also man kann hier wirklich noch Blödsinn machen. Aber ich möchte nicht mein Glück hier versuchen. Und renne gleich auf die andere Ebene. Denn hier hinten hat es noch ein paar Salate. Das ist ein Geheimversteck. Achtung, Tipp, Tipp. Wenn ihr das Spiel spielt, bitte geht da runter. Denn da hat es 3 Salate. Im Spiel. Ach du Heilige, schaffe ich das? Oh, hallo, tschüss. Hier kein Salat, gut. Und, ah, ein Huhn. Na gut. Ich werde mal über das Ding springen, wenn es dann da... Ach du Heilige Scheiße, geht es noch weiter? Nein, ich weiß genau, was das hinführt. Das führt zu Frustration und negative Energie. Und die Musik irgendwie ist ja ganz beruhigend, oder? Nee, natürlich nicht. Die reiße ich aus den Ohren. So, hier hinten hat es einen... Ach du heilige Kacke nochmals. Und da ist auch wieder eins. Ach du grüne neue nochmals. Das ist wieder hier ganz schwierig. Nein, da oben ist schon das Ding, das Ziel. Das ist ja gar nicht schwierig. Und wir haben hier wieder einen Salat weniger. Und unser... ist das unser Ziel? Oder was? Da rechts unten. Unser Highscore wird auf der CD abgespeichert. Das kann doch nicht sein. Denn das Spiel habe ich zum ersten Mal auf diesem Rechner installiert. Und... Es sollte theoretisch ja nicht darauf sein, aber okay. Ich höre schon die springende Karotte. Ich wette, das ist die springende Karotte. Ja, es sind die springenden Karottchen hier. Wie ich die hasse, ey. Aber ich glaube, das sind eher Kindheitserinnerungen hier. Das Spiel ist wirklich reine, pure Kindheitserinnerung. Ach du heilige grüne Neune. So, nach oben. Und da müssen wir ganz einfach, also einfach war es für mich früher nicht in dem Sinne. Aber wenn das Ding dann auf uns zukommt, übrigens, das habe ich auch mit meinem Vater früher gespielt, das Spiel ist eigentlich tipptopp als Familienfrustration in einer ganz genauen Gesellschaft. Also, nicht, dass ich das Ding spiele. Oh Mann, der Thomas hat es empfohlen, der Thiel hat es empfohlen, das Spiel mit der Familie zu spielen. Vater, du musst das Ding spielen. Das kennt dein Vater wahrscheinlich immer noch schon. Lieber Zuschauer, das kennt dein Vater. Dein Vater kennt das Spiel wahrscheinlich früher als du. Oder? Ja. So, komm mal hinter. So. Ach du Scheiße, das sind jetzt die Schwarzen. Schaut an. Da ist ein Schwarzer. Und der rollt sich. Ha, noch nie gesehen? Noch nie ein Schwarzer Igel gesehen? Nein, geh mal auf. Naja, ich möchte es nicht. Na, okay. Dann geh mal nach Afrika. Da siehst du die Schwarzen schon irgendwie dann. So, geh mal, mach dein Rollchen, mach deine Rolle. Dann eben nicht, Eumel. So, hier noch die Ampel, Fampel oder Dampel nehmen, wie das auch Ding auch immer heißen sollte, könnte, täte, tute. Und ich glaube, hier hinten hat es wieder mal ein, genau, so ein Salatblättchen versteckt. Ach, wir haben Karotten, gibt es ja 50. Stimmt ja, voll verzählt. Und so. Oh oh. Ah. Das ist schon mal. Das, die größte Überwindung hätten wir schon mal geschafft. Jetzt kommt nur noch diese Eier. Diese Eier, die sind ganz behindert. Eigentlich sind sie ganz lieb, aber ich nenne sie behindert. Wieso ich diese Karotte hier, die Passage habe, hatte ich irgendwie gehasst. Keine Ahnung wieso. Es ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Oh, jetzt weiß ich wieso. Man friert runter, wenn man Scheiße baut. So sieht es nämlich aus. Man kackt hier wirklich
mehr oder weniger ab. Sogar ein Pro-Gamer auf the next level, wie ich, kann hier abkacken. Das ist nicht normal. Eben. Das ist ja normal. In dem Sinne. Also, ja. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, ja. Stimmt schon. Ich und Pro-Gaming. Man lacht sich ja die Hosen voll. Oh, du heilige Kacke nochmals. So. Nur noch diese Radieschen hier und dann hauen wir nächstens ab. So, also immer, wenn wir hier ein großes Rübchen sehen, dann immer auf die nächste Ecke. Und hier haben wir die nächste Erfahrung gesammelt. Mit Springen und so. Und da ist so ein Fieser. Und hier, wieso habe ich eigentlich früher nie geschafft? Ich bin ja so behindert. Okay, da war ich auch 7 oder 6. Das muss man auch wieder bedenken. Ich war früher wirklich jung. Also ja, früher ist man wirklich jeder jung gewesen, oder? Da kannst du es nicht so erzählen. So, oh, scheiße, falsche Taste. Ach du heilige Scheiße. Wenn wir springen und, oh, ah, diese 6 Küken hier. Ja, die kenne ich auch noch. Das sind ziemlich nette Typen hier. Das wirst du schon sehen. Ja, ziemlich nette Typen, oder? Ja. Scheiße, Fail gemacht. Wirklich scheiße, Fail. Dass wir hier nicht abkacken, das interessiert mich. Ah! Laufen ist ja diese Scheißtaste. Laufen ist ja rechts. Da musst du jetzt Linksklick klicken. Oh, meine Fresse nochmals. Immer diese Scheiße hier. Ja, jetzt bin ich scheiße gelaufen. Das habe ich selbst im Blut. Das habe ich gemerkt. Ich kack schon wieder ab, ey. Ach du heilige Kacke nochmals. Das ist ja nicht normal, oder? Ja, natürlich ist das nicht nur. Hä? Wie jetzt? Ich war drauf. Ich hab's, wie du weißt, ich war drauf. Naja. Dann eben nicht, ich glaub. Ich gehe, glaube ich, einfach mal aus Sicherheitsgründen einfach nur mal weiter. Und hol mir. Nee, Salat hat sie nicht. Wegen Sicherheitsgründen und so. Ich glaube hier, naja. Für diese 2, 3 können wir uns noch ausgenügen hier oben verscherzen. Also es ist genug Scheiße da. So, da ist ein Fieser. Das ist ein richtig fieser Typ. Ja, wir haben wirklich nicht alles hier im. Ah, schaut mal, das ist das Level. Ich habe gemeint, das ist im Level 6, aber das ist in Level 7 der Fall. So, wir müssen hier hinten durch wieder. Ah, ich bin ja gerade. Ich bin real life am Spielen, also sollte ich die eigentlich schon sehen, was ich hier mache. Und ab diesem Spiel oder ab diesem. Nee, ist das in diesem? Ich habe keine Ahnung. Ab diesem Ding wird es hier wohl ein bisschen schwieriger sein. Also, jetzt könnte ich mal abkacken. Das ist notwendig hier. Ja, ich kack schon das erste Mal ab. Ist ja schön zu wissen, dass hier jeder mal abkacken kann. Oder kackt die Hose voll. Ist das Niveau hier? Und wir haben hier springende Mohrrüben am Start. Oh, du, der springt ja nur so wenig weit. Ach du heilige Karotte nochmals. Ja, es sind heilige Rotten hier. Die springen von selbst. Die sind heilig. Ein Heiligtum von mir selbst. Hallo. Oh, böse. Scheiße. Und wir haben unser. Ach, wir hatten letztes Mal 15 Level. Ach du heilige. 15 Leben. Oh, ich glaube, wir kommen hier nicht mehr heilig durch. Das, wird meine Befürchtung sein. Tut mir leid, liebe Freunde der guten, gepflegten Unterhaltung. Oh, des Spielens. Ach, zum Glück geht der nicht mehr wieder weiter. Das wäre nicht so sinnvoll gewesen. Und wie ihr seht, da hinten ist das Lagerfeuer noch nicht an. Das, oh, blöde, ganz blöde. Sorry, Leute. Das war behindert von mir. Das muss ich selbst zugeben. Ich glaube, ich spiele einfach, bis ich keine Leben mehr habe. Und ich bin nicht so blöd und spiele. Nein, ich spiele nicht mehr. Naja, das wäre ganz blöde. So, und das ist ein kleines Ding. Ach, wie soll man da hochkommen? Wie? Nein, das kannst du jetzt nicht erzählen. Das kannst du jetzt niemandem erzählen, dass ich da rangekommen bin. Also dem her, ich habe da ein Videomaterialbeweis.
zum Beispiel machen wir einen Spiel, einen Videobeweis, aber okay. Gut, ich erzähle es niemandem, was ich gemacht habe. Wie? Ich bin nicht rangekommen. Echt? Wie? Ah, jetzt ist mir klar, was passiert ist hier. Haha, verfehlt hast du mich. So, da muss noch rankommen hier. Und dann müssen wir irgendwie da rüberkommen, aber ich weiß nicht wie. Das wird mir noch ein Rätsel sein. Oh. Ah, da kommt noch eine. So ist. Wann kommt denn hier mal so ein Save-Point-Game-Dingens da? Das wäre wirklich noch nett. Okay, gut. Haben wir gecheckt. Wieso? Wieso geht die Sprungtaste denn nicht hier? Das ist ja wirklich behindert jetzt gemacht. Ich finde das jetzt nicht so schön, dass wir hier noch von Anfang an starten müssen. Also hätten sie es wirklich irgendwie anders überlegen können. Aber okay, gut. Ist ja nicht meine Meinung. Ist das Spiel als das Meinungsfreiheit. So. Ist ja eben meine Meinung. Meine eigene Meinung zu diesem Spiel Point Save Games des Lebens und so. Ja, Karotte, spring, meine Liebe. Spring noch so weit. So, hier zurück ansetzen, damit der noch hier durchkommt und wir können rundherum. Okay, ich hab's gecheckt. Wieso kann der nicht mal springen? Das verstehe ich gar nicht. Irgendwie ist da laggy irgendwas im Busche. Entweder bin ich zu behindert oder irgendwie mit der Steuerung klappt das nicht so ganz. Ich glaube eher die Steuerung, denn ich kann nicht mehr als nur ich kann nicht mehr als zweimal springen und ich komme da einfach nicht weit genug. Irgendwie muss das auch gehen. Also ich bin verwirrt. Groß verwirrt heißt da die Wiese hier. Aber nichtsdestotrotz ist allen guten Dingen 3. So. Okay, noch einmal von vorne, bitte. Es kann doch nicht so schwierig sein, irgendwas zu starten. Ich muss ein bisschen leise sein, denn es ist gerade 0 Uhr, glaube ich. Und ich glaube, das Let's Play wird auch schon eine halbe Stunde lang sein. Ich glaube, ich muss hier vorzeitig beenden, denn meine Eltern und meine Familie will es langsam schlafen gehen. Also, ja. Und so aufnehmen geht da nicht, wenn Eltern sagen, Ende aus. Ich bin da noch ein bisschen lieb in dem Sinne und naja. Ah, jetzt hat's geklappt. Okay. Irgendwie muss noch ein Salat sein. Wahrscheinlich haben wir jetzt alle Salate verpennt, aber okay, wir sind wahrscheinlich. Oh, falsche Taste. Ah, hier hinten hat's. Das hätte leicht ins Auge gehen können. Und wieso sind die Dinge so groß? Ach du Scheiße nochmals. Jetzt verstehe ich. Die wollen hier uns wirklich so ein. Ach, hier ist noch ein Salatkopf. Okay. Dann nehme ich den gerne mit. An diesen Teil kann ich mir nicht mehr erinnern, sozusagen. Also, ich bin hier schon mal lang gegangen. Also, dem her. Ist das nicht so allzu schwierig? Und wir haben 0. Ach du heilige Scheiße, es geht ja nicht mehr auf Zeit, sondern ist einfach nur ein Bonus. Wir haben in dem Sinne keinen Bonus mehr. So sieht's aus. In dem Sinne kein Timer oder so, dass wir irgendwie da die Scheiße immer machen müssen. Oh. Oh, da hätten wir es fast nicht geschafft. Okay, gut. Können wir weitergehen? Also, wir sind eigentlich theoretisch nicht im Stress. Und hier wird es ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir müssen gar nicht da lang.
Hab nur den falschen Ort gesehen. So sieht's aus. So, Danger. Okay, wir passen auf. So ein Danger-Schild ist ja nicht umsonst da. Habe ich das Gefühl. Aber es kann mich auch irren. In dem Sinne. Da ist noch ein... Scheiße. Den habe ich voll verpennt. Okay, wir können nicht allein sammeln. Das ist natürlich ganz klar. Aber... Wir haben auch nur so eine kleine Dings da. Was machen die Olle da? Hm. Ah, schon home. Oh, das ging aber schnell. Alter Wald. Und ich glaube, ich werde mich hier verabschieden, liebe Leute. Das war's mal wieder von einem guten Let's Play, der guten Let's Play Runde. Meine lieben Leute, das war's jetzt mal fürs Erste, würde ich sagen. Ja. Das Let's Play ist leider schon zu Ende, denn es ist schon 1 Uhr. Oder bin ich da noch zu blöd, um die Zeit zu sehen? Okay, ich gehe mal pinnen und ich wünsche noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, whatever hier, wenn ihr die Zeit hier schaut. Ich wünsche noch schöne Festtage. Tschüss und bis zum nächsten Let's Test.